Guten Tag, mein Name ist Lutz Berger und ich mache eine Reihe von Skype-Interviews zur Vorbereitung und im Rahmen des Corporate Learning Camps 2013. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Michael Ihne von Cogninet, verantwortlich für zahlreiche E-Learning-Projekte in Unternehmen und Hochschulen. Hallo. Herr Ihne, folgendes Szenario. 56% aller Bundesbürger haben ein Smartphone und 2/3 aller Handy-Neukäufe sind Smartphones. Zum ersten Mal haben Tablets und iPads die Laptop-Käufe überholt. Und ich bin jetzt HR-Manager oder sonst wie verantwortlich für Personal und Weiterbildung, stehe am Flughafen, zücke mein Smartphone oder mein Tablet, iPhone, iPad, will einen meiner E-Learning-Kurse anschauen und ich sehe nichts oder fast nichts. Was ist passiert? Wahrscheinlich haben sie versucht, ein Flash-E-Learning zu starten und da Flash von Apple-Geräten nicht unterstützt wird, das heißt, man kriegt das nur mit Umwegen sehr kompliziert auf das iPad oder aufs iPhone, haben sie wahrscheinlich so eine kleine Meldung irgendwie, Flash-Plugin kann nicht angezeigt werden. Das ist wahrscheinlich passiert. Jetzt habe ich 35 E-Learning-Kurse für DM Immens gemacht. Was mache ich jetzt? Ja, das ist natürlich echt eine große Aufgabe, vor der die Unternehmen jetzt stehen. Sie haben sehr viel E-Learning in Flash, im Flash-Format. Flash ist ja ein sehr verbreiteter Webstandard und deswegen haben sich die Unternehmen eigentlich auch damit abgefunden, dass sie jetzt Flash, das Flash-Plugin, was man braucht, um dann Flash ansehen zu können, auf ihrem Browser oder auf den Browsern der Mitarbeiter dann installiert. Und das ist natürlich echt ein Problem. Die Flash kann nicht angezeigt werden auf mobilen Geräten der Apple-Geräte, also auf Apple-Geräten. Und nachdem ja das iPad mit, ich glaube, letzten Herbst waren es über 70% von den Tablets immer noch oder sehr verbreitet ist, haben natürlich da viele Unternehmen einfach ein Problem. Wie kriege ich meine Inhalte, die ich jetzt mit einem Autorentool gemacht habe, was leider nur Flash ausgibt, wie bekomme ich die dann aufs iPad? Jetzt redet aber alles von Mobile und Mobile ist klasse und man kann unterwegs die ganzen Wartezeiten ausnutzen. Da muss es doch irgendeinen Ausweg geben. Kann ich die E-Learning-Kurse abschreiben? Nein, ganz im Gegenteil. Also Mobile Learning ist ja auch wirklich ein Trend, wenn man sich die ganzen Studien anschaut vom letzten Jahr, hauptsächlich MB Learning Delphi oder andere. Da ist ja Mobile wirklich ganz stark im Kommen, also auch das mobile Lernen. Von daher, es gibt auch Alternativen, wie man dann tatsächlich dann mobiles Lernen gut auf mobilen Geräten machen kann. Das Ganze heißt HTML5. Das ist ein Webstandard, der jetzt relativ neu ist. Das ist der Nachfolger von HTML4, dem aktuellen Webstandard. Und HTML5 ist wirklich gut geeignet, um Interaktionen durchzuführen, um auch Audios oder Videos dann darzustellen auf mobilen Geräten und natürlich auch, um dann E-Learnings auf mobile Geräte zu bringen. Und wie kriege ich jetzt meine ganzen E-Learning-Inhalte, die Videos und die ganzen Tests auf HTML5? Ja, das ist eine gewisse Herausforderung. Es kommt drauf an, es gibt manche Autorentools, die mittlerweile auch umstellen, um Inhalte dann nicht nur in Flash ausgeben zu können, sondern auch in HTML5. Da müsste man das Ganze dann nur nochmal neu publizieren. Viele Autorentools machen das aber noch nicht und da muss man dann wirklich schauen, wie man diese Inhalte dann in dieses neue Format bekommt. Das ist teilweise mit relativ viel Aufwand verbunden. Ja, das hängt dann individuell davon ab. Also es gibt da auch leider keine so automatische Konvertierungstools, die dann wirklich alles 1:1 genau in das neue Format bringen. Es hängt dann, wie gesagt, ganz davon ab, was für ein Autorentool man dann da verwendet hat. Das klingt erstens kompliziert, zweitens kaum zu handeln und drittens sehr, sehr teuer. HTML5, was sind denn überhaupt die Vorteile davon? Vorteile sind, dass es zum Beispiel, also in der E-Learning, im E-Learning-Bereich ein ganz großer Vorteil ist, wie Sie schon gesagt haben, es soll immer mehr E-Learning auf mobilen Geräten sein. Sie wollen das E-Learning dann auch auf mobilen Geräten nutzen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten, dass sich das E-Learning automatisch an die Bildschirmgröße anpasst des entsprechenden Gerätes. Das heißt, es wird überprüft, handelt es sich jetzt um einen normalen Desktop-Browser, dann werden zum Beispiel 3 Spalten nebeneinander dargestellt. Wenn man jetzt ein Tablet hat, dann werden nur 2 Spalten dargestellt und wenn man das Ganze dann auf dem Smartphone anschaut, dann wird alles einfach untereinander dargestellt. Das heißt, es gibt dann eine automatische Anpassung an die verschiedenen Geräte.
Vorteil ist auch, dass man nach wie vor mit HTML5 genauso Inhalte erstellen kann, die dann zum Beispiel in Learning-Management-Systeme eingebunden werden. Da kann dann der SCORM-Standard, das ist halt ein Standard oder der Standard im Bereich des E-Learnings, der kann da natürlich berücksichtigt werden. Man kann genauso auch einfach Web-Anwendungen erstellen, die dann ganz normal über den Webbrowser aufgerufen werden können. Das heißt, man gibt in die Adressleiste einfach die Adresse von dem E-Learning ein und kommt dann direkt zu dem E-Learning. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass man das Ganze dann in spezielle Formate packt, dass das dann in den App Stores von Apple, also fürs iPhone und iPad oder auch Google Play, das ist dann die Google-Variante, dass das Ganze dann dort abgespielt werden kann oder besser gesagt dann dort vertrieben, verkauft oder auch kostenlos angeboten werden kann. Das mag zwar viele Vorteile mit sich bringen, aber praktisch heißt das, dass eigentlich ein Großteil meiner E-Learning-Kurse sind nicht zukunftskompatibel, ich kann sie weitgehend abschreiben und alles, was ich ab heute mache, muss eigentlich in HTML5 produziert werden, wenn ich einigermaßen zukunftsfähig sein möchte. Ja, das ist denke ich, ist ein Punkt. Also es ist ja sogar so, dass das Flash-Plugin von Adobe selbst, also vom Hersteller von dem Flash, dass es selbst nicht mehr von denen für mobile Geräte angeboten wird. Das heißt, es ist wirklich eine Sackgasse letztendlich. Und wenn man sich die Option offen halten will, dass man sagt, man möchte auch mobile Geräte mit E-Learning versorgen, dann ist es letztendlich die beste Möglichkeit, auch wenn da natürlich einiges an Aufwand auch dahinter steckt. Also man kann zum Beispiel, viele E-Learnings werden ja einfach gemacht, indem man eine PowerPoint-Präsentation nimmt und die dann mehr oder weniger automatisch konvertiert in ein E-Learning. Und die ganzen Anbieter von den Autorentools, die sehen das natürlich auch, dass Flash jetzt da kein Weg der Zukunft ist und bieten dann dementsprechend auch die Möglichkeit, das Ganze dann als HTML5 zu publizieren. Tja, liebe Controller, da müssen wir jetzt mal ganz tapfer sein und tief in die Tasche greifen. Ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um mich zu outen. Wir sind ja sozusagen Kollegen und was momentan HTML5 angeht, also diesen neuen Standard, ist der ja noch alles andere als kompatibel. Das heißt, je nachdem, was für einen Browser ich habe, was für ein Smartphone, was für ein Tablet, es wird immer noch unterschiedlich dargestellt, es sieht anders aus, manche Funktionen entfallen, Farben entfallen und so weiter. Es ist ja noch nicht voll durchgesetzt. Das war ja der große Vorteil von Flash. Ich konnte garantieren, was ich ausgebe. Ja. Das heißt, ich bin noch in einem eigentlichen Übergangsstadium. Ja, also HTML5 befindet sich noch in der Entwicklung. Jetzt Ende letzten Jahres wurde schon mal definiert, der Standard, was gehört zu HTML5, was umfasst dieser Standard wirklich. Aber wie Sie gesagt haben, das Problem ist, dass es auf vielen Browsern, vor allem auf Desktop-Browsern, also von Notebooks oder PCs, wirklich Schwierigkeiten gibt. Auf mobilen Geräten, da läuft es in der Regel wunderbar, also auf Android- oder iOS-Geräten, also Apple-Geräten. Auf Desktop-Computern gibt es auch manche Browser, die HTML5 wirklich sehr gut unterstützen, zum Beispiel Google Chrome oder der Safari von Apple. Andere Geräte, Firefox zum Beispiel oder insbesondere der Internet Explorer von Microsoft, die haben wirklich, wirklich Probleme auch bei der Darstellung von HTML5. Und da ist es ja leider so, mittlerweile gibt es ja den Internet Explorer 10 als aktuelle Version, aber die Unternehmen setzen sehr häufig immer noch den Internet Explorer 8 ein. Und da ist wirklich das Problem, dass dann viele Inhalte, reine HTML5-Inhalte nicht dargestellt werden können. Also es gibt da schon auch Lösungen, wie man das Ganze machen kann, dass es dann so, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Video anschauen will, dass man das auch auf einem Internet Explorer 8-Rechner letztendlich darstellen kann. Das heißt, man hat dann so eine Fallback-Variante, heißt es, wo man dann einfach schaut, ist jetzt der Browser HTML5 fähig, dann wird es mit HTML5 abgespielt. Wenn nicht, dann wird einfach auf Flash zurückgegriffen. Also der Anwender selbst, der kriegt davon überhaupt nichts mit, der sieht einfach das Video letztendlich. Also nicht nur der Anwender kriegt nichts mit, sondern ich bin mir sicher, dass 85% aller HR-Manager, die uns zuhören, auch nichts mitbekommen haben, weil die Fremdwort- und Technikdichte so extrem hoch war zwischen Explorer-Versionen 8 und 10 und so weiter und ja, so fort. Ja. Das ist bitter. Das ist bitter, ja. Trotzdem, als Sie auf der LearnTech waren, hatten Sie ein vollgepfropftes Auditorium. Also das heißt, es ist ein Thema, was unheimlich viele Leute interessiert.
Ja, und das Problem ist auch, viele wissen einfach oder viele möchten sich auch gar nicht damit beschäftigen. Es ist ja auch, den HR-Manager geht, der hat sich ja auch nicht zu interessieren für die Technik letztendlich. Aber man muss halt trotzdem einfach, man muss sich letztendlich auch ein bisschen damit beschäftigen, um halt dann Entscheidungen fällen zu können, in welche Richtung soll das E-Learning in meinem Unternehmen gehen und wie geht's weiter. Das muss ja auch dann eine ganze Menge Geld teilweise investiert werden, um die E-Learnings dann zu überarbeiten. Also eine gute Gelegenheit, sich mal persönlich und etwas genauer zu informieren, ist bestimmt Ihr Workshop auf dem Corporate Learning Camp. Ja, würde mich freuen auf zahlreiche Besucher. Ja, das kann man eigentlich nur sagen. Erstmal vielen Dank für das Gespräch und zweitens alle in diesen Vortrag gehen und dann hinterher Sie löchern und nochmal genau fragen. Vielleicht gleich mal mitbringen, auf welcher technischen Basis Ihre E-Learning-Kurse laufen, damit die Fragen, die Sie an Sie haben, dann auch konkret beantwortet werden können. Ja, und ich versuche das Ganze auch wirklich möglichst untechnisch darzustellen, um es gleich vorwegzunehmen. Tja, Herr Ihne, ich bedanke mich, wünsche noch ein schönes Wochenende. Es ist nämlich heute Freitag, thank God it's Friday, und dann bis auf der Corporate Learning Camp im Herbst. Alles klar, vielen Dank, Herr Berger. Tschüss. Tschüss.